mal, hier oben steht nämlich, was demnächst noch kommt. Moving items without boxes. Door interactions, dass man die Tür auf und zu machen kann. Noch mehr sauber machen. Dekoration. Selbstbedienungskassen. Detailed economy app to see the price changes. Customer statistics, inventory and set all the prices. Genau, dann muss ich nämlich... Ich hatte euch das ja, glaube ich, gestern schon gezeigt, ne? Ich hab mir mal aufgeschrieben, was ich bestellen muss. Ich bin durch mein Lager gegangen und hab mir aufgeschrieben, was ich bestellen muss. Shoplifters, Security Guards, CCTVs. Was ist ein CCTVs? Weiß ich gar nicht. Anti-Thief-Doors. Weiß ich auch nicht, was es ist. Expiration Dates for some Items. Mindesthaltbarkeitsdatum. Ah, Shoplifters, wo kann man sich bewerben? Müssen wir uns Sorgen machen? Wieso? Oh, Leo! 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 Leg dich mal hier hin. Ach, Überwachungskamera. Weil du etwas zu... Nee, das hat nichts mit zu ernst nehmen zu tun, sondern das ist einfach... Du kannst dir das nicht alles merken. Du musst dann ständig hin und her rennen zwischen Lager und Bestelldingens. Putting items on sale. Und online orders and delivery around the city. Bigger city to travel and deliver around. Random wholesale offers to sell lots of products at lower price for instant income. Obst und Gemüse. Complete day cycle to run your store at nights too. Also man kann auch einen Nachtshop machen. Purchasing goods from a local market at lower costs. Bei physical going to. Ach so, und dann, wenn ich persönlich einkaufen gehe, kann ich es auch noch günstiger bekommen. Und dann zeige ich euch jetzt, was ich jetzt noch alles gemacht habe. Also das Lager wurde nochmal erweitert, jetzt um den Bereich hier hinten. Ich habe, glaube ich, noch 3 oder 4 Regale gekauft und nochmal neu sortiert. Dass die Tiefkühlsachen in einer Sache sind. Hier sind die ganzen Getränke. Da ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie ganz schön viel doppelt hatte. Ja, und dann kann man nämlich jetzt hier schon so rein. Und dann habe ich hier hinten nochmal erweitert. Und ich habe jetzt hier schon Mozzarella und Parmesan und Honig. Das ist alles neu. Und theoretisch könnte ich noch eine Lizenz kaufen. Bei 4000 Dollar. Ja, zeig Käsefach. Achtung, ich zeig Käsefach. Hier, Käsefach. Ich überlege, eine zweite Auffüllkraft einzustellen. Och, der hat das einfach hier hingeworfen. Glaubst du nicht, ne? Freundchen. Der läuft jetzt halt immer im Kreis. Also ich habe auf jeden Fall auch noch genug Regalplätze frei. Vielleicht der Thunfisch gibt es mittlerweile. Da, hier ist Thunfisch drin. Ach so, und das Hähnchen ist ja auch Fleisch. Ja, also Kevin muss ganz schön aufhören jetzt, bevor ich wieder aufmache. Offensichtlich ist Honig alles, sonst hätte er jetzt hier nicht nur 2 Dinger hingetan. Hab 3 Kassierer und 3 Auffüller. Welches Level hast du denn mittlerweile, Atraxi? Wo sehe ich denn mein Level? Ich muss aber mittlerweile ganz schön Miete zahlen, ey. Sehe ich mein Level immer nur, wenn ich abschließe? Wahrscheinlich, ne? Also wenn ich den Tag abschließe. Ich glaube, ich habe 23 oder so. Warte mal, bei den Lizenzen kann ich ja zumindest ausschließen. Also ich bin mindestens Level 25, weil ich kann ja Krabbensticks und scharfe Soße und Schokoladeneis und sowas bestellen, also Lizenz kaufen. Die kostet fast 2000 Dollar, die Lizenz. Und dann muss ich ja die Ware noch einkaufen. Nee, ich glaube, das geht noch nicht. Mach mal Augen auf. Ach, hier oben. Ah ja, 28. Ja, wenn du... Atraxi, einfach Großhändler geworden. Atraxi, du kannst ja auch deinen Markt mal posten. Also, Goblin hat bei Steam gepostet, aber ich glaube, wir sind bei Steam nicht befreundet, ne? Eine zweite Kasse habe ich auf jeden Fall schon.
Ja, ich kann dir ja mal helfen hier beim Einräumen, dann weiß ich schneller, was ich nachkaufen muss. Klar. Was klar? Atraxi und ich sind, glaube ich, nicht bei Steam befreundet. Ich habe aber auch nicht jede Lizenz gekauft. Ich habe auch noch lange nicht jede Lizenz gekauft. Hier sind wir nicht. Nee. Dann musst du das bei im Discord posten. Und ich war doch noch nicht alle. Ja, also wenn dann die Bestell-App kommt, wo man sieht, was wie viel vorhanden ist, dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher mit dem Nachbestellen. Halt, Kuchen war. Ja. Hallo, Melanie. Wo ist das Teeregal? Das. Doch, Tee gibt's. Tee war sogar eins von den ersten. Fällt mir gerade so auf. Tee ist hier. Aber nur schwarzer Tee. Die 54 auf 13. Die 54, bitte. Also wenn die ganzen Updates dann noch kommen, das wird schon krass, glaube ich. Aber ist ja, wie gesagt, Early Access. Hier steht jetzt das ganze M Müsli. Hier steht das ganze Müsli. Didi. Schon wieder leer. Was manchmal ein bisschen blöd ist, da sind zwar zwei Kartons drin stehen, aber sind irgendwie dann nur vier Sachen drin. So hier zum Beispiel, da stehen zwei Kartons, aber sind nur fünf Mehl noch drin. Das heißt, du kannst gar keinen neuen Karton da in das Fach stellen. Die Leute, die im Supermarkt arbeiten, ob Kasse, Lager etc., denken sich bei so einem Spiel auch nur, was soll denn der Kack? Nee, die denken sich vielleicht, na endlich. Sehen die mal, was wir so alles machen müssen? Oh ne, das war schon voll. Lul. Genau. Genauso wie Archäologen bei Tomb Raider. So sieht's aus. Die denken auch, endlich sieht mal einer, gegen was für Viecher wir uns ständig zur Wehr setzen müssen. Hier, Kevin, ich hoffe, du machst es ordentlich, ne? Nicht das, also. Weiß auch nicht, immer nicht, was er gerade macht, welches er dann gerade auffüllt. Und hier sind nur noch vier Kaffee drin. Musst du da überhaupt noch kassieren oder das Lager einräumen, Atraxi, oder passiert das so nebenbei? Kümmerst du dich nur noch um die Bestellung und die Preise? Okay. Drei Freunde, die Archäologen sind. Bin aber ziemlich sicher, dass zumindest zwei davon auch Tomb Raider gezockt haben. Toll. Ein Tee passt hier nicht rein. Toll. Ja, das war klar, dass hier auch ein Brot nur nicht reinpasst. Völlig klar. So, was müssen wir noch auffüllen? Reis? Haben wir noch Reis? Ja, hier ist noch Reis. Ich habe jetzt die letzten Ingame-Tage immer manuell abkassiert, um den nötigen Kunden abzuarbeiten für den dritten Kassierer. Die schaffen das nämlich nicht, ne? Die machen so langsam Piep, Piep, Piep.
900 Kunden? Du musst Progress machen, um den freizuschalten. Ach so, meinst du das? Ach, das habe ich schon längst. Ach, du, du. Ich glaube. Also auch für 2 habe ich auf jeden Fall schon, den dritten noch nicht. Ach so, wegen 3. Ich brauche mehr. Ach nee, warte mal, es ist Auffüller. Nee, ich brauche. Guck mal, ich habe 1962, weil ich alles selber kassiere. Theoretisch könnte ich auch schon den vierten freischalten, bräuchte aber Supermarkt Level 50. Sicher, guck mal bei Personal. Ja, ich bin sicher. Hab keine Fragen mehr. Okay. Was piept hier so? Leitungsgrad wie im realen Leben. Von 6 Kassen sind nur 2 offen. Na gut, wenn die nebenbei auffüllen. Na nee, die sind schon voll. Vielleicht haben die vorher im Krankenhaus gearbeitet. Da sollte das Beep-Beep nicht so schnell sein. Ja. Nee, das ist auch schon voll, oder? Ja. Machst ja doch was, Kevin. Okay, was? Salz zum Beispiel. Was haben wir noch? Wie gesagt, gestern habe ich gar nicht spielen können. Keine Zeit gehabt. Halt, Mülleimer. Ey, lass Kevin in Ruhe. Der arbeitet den ganzen Tag, während die Chefin Tomb Raider spielt. Ich glaube nicht, dass der irgendwas gemacht hat, als ich gerade durch die Gräber gehüpft bin. Denn sonst wäre ja hier alles voll. Der hat nichts gemacht. Der hat erst angefangen. Weil das ist so typischer Mitarbeiter. Solange der Chef nicht im Haus ist, weißt du, machen die, was sie wollen. Ich habe mal eine Frage. Den ganzen Tag beginnt auch erst, wenn du auf Open stehst. Ja. Ja. Das ist aber gut so. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das später auch einstellen kann, ob man das so haben möchte. Oder ob der Tag dann schon mit einem Einräumen beginnt. Das ist aber nicht realistisch. Na doch, weil der Tag beginnt quasi. Also, dass, sobald du den Laden öffnest, sind ja Öffnungszeiten. Und dann kommen die Kunden. Das Einräumen machst du ja normalerweise schon vorher. Also es ist, keine Ahnung, also die Leute im Einkauf, die fangen ja nicht erst um 9 an, sondern die sind ja teilweise schon um 5 oder um 6 da. Wo sind die ganzen Dekos? Das kommt noch. Das ist, wie gesagt, Early Access, das kommt noch. Und da will ich dann auch hier die Tante Cludi stehen haben, nicht Supermarkt, ne? Ah ne, das ist doch schon voll. Ich dachte, das ist noch nicht voll. Okay, ich glaube, Kevin und ich sind soweit. Darf ich meine Strichliste benutzen oder findet ihr das zu weird? Ich benutze die einfach, mir doch egal. Ich würde das gut finden, dass doch schon Kunden vom Laden stehen und einen Eingang blockieren. Aha. Also, Parmesan brauchen wir auf jeden Fall 2 Packen. Thunfisch auch. Da, wo leer ist, immer 2 Packen. Immer. Immer. Süßigkeiten. 2. Joghurt brauchen wir noch nicht. Rückkuchen nehmen wir 2. Schokolade nehmen wir 2. Wo ist die Schokolade? Hier ist die Schokolade. Oh Gott. Puderzucker und Zucker nehmen wir auch 2. Also es ist beides mal Puderzucker, aber naja. So, Hähnchen nehmen wir 3.
Pommes. Pommes steht hier schon zwei. Okay, habe ich wahrscheinlich einmal vergessen. Aber Pizza habe ich irgendwie ganz schön viel, auch mal doppelt belegt gehabt. Honig und Erdnussbutter. Kartoffeln. Nee, das ist Kaffee. Wo sind die Kartoffeln? Leute, steht doch im Laden. Ich würde das. Achso, das hatte ich schon. Und dann auch Fragen stellen, wann es losgeht. Die beschweren sich auf jeden Fall. Claudi, hast du die Seite nicht fürs Lager? Externe Webseite? Es gibt eine externe Webseite fürs Lager? Kunde? Aufmachen, Kassierer. Es ist 7 Uhr. Wir machen 7:30 Uhr auf. Kunde, aufmachen, Kassierer. Nein, 7:30 Uhr, ja, so in etwa. Handscanner für automatische Bestellung noch nicht freigeschaltet. Nee, das kommt noch. Es gibt eine externe Seite fürs Lager, wo man quasi, also das, was ich jetzt mache, nur virtuell machen kann. Crispy. Ah nee, ich kann nur eins reinmachen. Machen wir nur eins. Zweimal Honey. Zweimal das. Nee, warte, das war Mehl, aber ist auch okay. SMS Assistance. Okay. So, warte mal. Cola hatten wir nicht hier irgendwo? Da haben wir nochmal Apfelsaft. Den können wir jetzt damit reintun. Da ist jetzt endlich. Dann kommt das hier nämlich weg. So, warte mal. Toilettenpapier haben wir ja auch noch einmal rumstehen. Zack. Da kann die auch weg. Also, einmal. Cola. Einmal Sprite. Zweimal Cola Light. Orangensaft, so brauchen wir nicht. Wasser brauchen wir auch nicht. So, Papier muss ich erst mal gucken, was er wieder bringt. Claudi macht das Lager genauso schnell wie die Kassierer kassieren. Ey! Aber wie gesagt, es wäre halt so blöd, das irgendwie immer hin und her zu rennen. Dann hast du wieder vergessen. Was hast du denn jetzt eigentlich aufgeschrieben? Leo, sei doch mal nicht so ein Nervmiez. Ach, halt, warte mal hier. Ich habe auch zweimal Tabs. Wieso habe ich zweimal Tabs? So schnell kann es passieren, ne? Leo, du Kleine, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dir, Leo? Was ist denn mit dir? Der ist einfach nicht ausgelastet, der Arme. Willkommen im Chat. Hab meinen PC ins Lager gestellt. Naja, gut, das ist ja jetzt. Meinst du, du siehst dann mehr, ja? Brot einmal steht schon da. Kaffee nehmen wir ja zweimal. Tee nehmen wir auch zwei. Eier nehmen wir auch zwei. Das müssen wir dann alles wieder auffüllen. Beziehungsweise eigentlich, wenn ich dann das alles hier in die Regale geräumt habe, können wir auch schon spielen. Passt hier noch eine Kiste hin? Ja. Weil um den Rest muss ich dann. Du hast bestimmt ein größeres Lager auch, oder? Also, wir bestellen jetzt erstmal. Mittlerweile ja. Also, zwei, eins, zwei. Öl brauchten wir, glaube ich, keins, ne?
dann halt immer, darf nicht vergessen, es wieder durchzustreichen. Tja. Ich guck dann später mal nach der Seite. Klick, klick, klick. Ja. Würde das klicken? Ja, ne? Also logisch, sonst hättest du es ja jetzt nicht geschrieben. Ich bin auch so ein Otto. Piep, piep. Davon zwei. Kuchen hat man noch genug, ne? Davon eins. Draußen, dies, weißt du, der DPD-Fahrer, der schmeißt das jetzt gleich wieder alles vor den Laden. Einige? Einige oder? Ja, warte mal, ich wollte eigentlich Bleichmittel. Nicht Reiniger. Tabs hatte ich noch genug. Handseife. Shampoo. Da geht's hin, das Geld. Aber das kommt alles gleich wieder. Das bringen mir die Kunden gleich alles zurück. So. Wie in echt ist so. Ich zeig dir das gleich. Das sieht aus. Das war einfach hingeworfen. Guck dir das mal an. Das liegt mitten auf der Straße. Aber die 10 Produktbeschränkungen beim Bestellen geben auf den Zeiger. Ja, das ist wahrscheinlich, weil das ja immer aufeinander gestapelt ist. Und wenn du das auf einmal bestellen würdest, dann wäre der Stapel bis sonst wohin. Ah, Toilettenpapier brauche ich noch. Da hatte ich ja jetzt gerade gewartet. Aber Freddy hat alles verräumt an Toilettenpapier. Das heißt, das müssen wir noch bestellen. Glück, ich habe das, wie gesagt, alles das letzte Mal sortiert, damit ich auch weiß, was ist. Süßigkeiten sind zusammen, das Müsli ist zusammen, Tiefkühlware, Käse. Liegt alles auf dem Haufen. Frühstückssachen, also so Brot, Milch und sowas. Dann hier sind das ganze Nudelzeug, also Öl, Reis, Salz. Ich hoffe, dass es das dadurch einfach ein bisschen schneller geht. Seit wann heißt Kevin Freddy? Mann, ich verwechsel das manchmal wegen Nightingale. Ja, ich wollte den ursprünglich Freddy nennen und ihr habt dann Kevin gesagt und in meinem Kopf ist aber noch ein bisschen Freddy. I'm sorry. Ich kaufe mittlerweile während der Öffnungszeiten ein, weil Günther, Günther und Günther ja nebenbei einräumen und Peter, Peter und Peter kassieren. Ja, das ist kassieren tue ich ja noch selber. Günther, Günther Günther. Ja, ist aber auch praktisch, ne? Rufst du ein, kommen sie alle. Ich dachte, der heißt. Die heißen Habib, wie bei El Bandi. Don't Knopf. Aber praktisch, wenn man seine Zwillinge oder Trillinge alle gleich nennt, kannst du den Namen nicht verwechseln. Das ist aber nur für Faulies. Ich glaube, meint ihr, sowas geht durch beim Meldeamt oder wo auch immer man seine Kiddies, also bei der, bei, also wisst ihr, was ich meine? Wenn die geboren werden und du gefragt wirst, wie sie heißen sollen. Ja, nennen Sie beide Klaus. Okay, ich glaube, das geht nicht, oder? Vor allem, wenn es eins ein Junge und eins ein Mädchen ist. Ja, dann wird es noch schwieriger.
Ich glaube, das geht nicht, dass du die gleich nennen kannst. Und Atraxi, bist du selber drauf gekommen, wie du diese Kisten hier ins Regal räumst, oder hast du die am Anfang auch so reingelegt wie ich? Hallo? Didi. Waren nur irgendwas um die 30 Kisten. Bin bestimmt gleich soweit. Tee? Tee? Kelo spielt Cats Hidden in Bali. Oh. Oh, ich habe einmal zu viel Puderzucker gekauft. Wie war die Frage? Na, hast du deine Pakete so ins Regal geräumt am Anfang? Oder hast du die direkt richtig ins Regal geräumt? Ins Lagerregal? Nein, habe er bei dir abgeguckt. Ach so. Ach so. Ach so. Ach, du hast es nach mir angefangen und bist jetzt. Wieso habe ich. Ich habe das hier auch in zwei Regalen. Das gibt's ja gar nicht. Mein Gott, Cludens. Hören Sie doch mal auf. Am Samstag habe ich angefangen. Welches Level bist du? Was hattest du gesagt, welches Level du bist? 31? Wann habe ich angefangen? Wann habe ich denn damit angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Eieiei. Tja, das ist so ein richtiges Suchtmacherspiel. Aber es ist halt die Frage, wie lange, ne? Also. Ich kann mir halt vorstellen, wenn dann alles so von selber läuft, dass es dann nicht mehr so süchtig macht. Aber jetzt ist halt gerade so, der innere Monk wird halt stark befriedigt, wenn man hier am Auffüllen ist, so. Ich habe eine Freundin, die hat gestern angefangen, es ist schlimm, oder? Das. Dann musst du dir so eine Elternsperre einbauen, weißt du, die sagt, nach 5 Stunden ist Schluss. Bitte legen Sie eine Ruhepause von mindestens 2 Stunden ein. Macht ja nichts, wir haben 2024. So, gleich alle Kisten gleich drin. Leider müssen wir ein Produkt zurücknehmen. Wegen Verunreinigung. Leider wissen wir nicht, in welchem Paket es war. Das wär's ja. So. Also Klopapier brauchen wir auf jeden Fall nochmal 2 Packen. Und der Rest? Ach, und das rote Mehl hat es irgendwie nicht mitgeliefert. Hallo? Hallo? Hier ist etwas nicht geliefert worden. Das geht so nicht. Zap, zap. Hallo Kermit, das Game hat eine Suchtgefahr. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du meinst. Witzigerweise habe ich Lager auch Kaffee und Tee nebeneinander. Ja, wie gesagt, ich habe das gestern alles, dass es so zusammenpasst, sortiert. Am Anfang habe ich das ja nur wild in die Regale geschmissen. Und dann hatte ich aber dort mal Pommes und dann hier und dann hatte ich da dreimal Apfelsaft und deswegen habe ich mir das sortiert. Mir auch gestern geholt? Es tut mir leid. Also jeder, der wegen mir jetzt dieses Spiel spielt, ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht.
dachte, das Spiel ist richtig meh, aber zugucken komplett fein jetzt, aber selber im Spiel, ja, damit fängt's an, weißt du? Damit geht's los. So, ich muss mal gucken, ob ich die Preise schon angepasst habe. Pommes. Käse. Pommes und Käse. Aber ich glaube, das habe ich jetzt. Ich glaube, ich mache das immer gleich, bevor ich das Spiel verlasse, aber ich merke es mir dann trotzdem nicht. Ja, okay. Alles noch fein. Na dann. Kann die Masse kommen? Kann losgehen? Nee, aber drei andere sind schuld. Ach, wir gucken andere Streams. Ach so. Ja, wie gesagt, das Spiel hat gerade 28.000 Zuschauer oder so. Das hat mehr als WoW. Also, wenn man jetzt mal. Warte, wir gucken mal. 29.830 Zuschauer. Und World of Warcraft hat gerade. Na gut, 37.000 Zuschauer. Okay, es hat noch mehr als WoW. Okay. Okay. weniger als WoW, Entschuldigung. Hallo Rave Distance. Und trinken ist heute auch irgendwie überhaupt nicht drin bei mir. Aber ich persönlich möchte auch in 2024 nicht Günther heißen. Ab Freitag wird es Dragon's Dogma 2 sein. Habe ich schon bei Sally gesehen, dass sie das in ihrer Stream-Beschreibung angekündigt hat. Katze! Ja, super, super annoying, ey. Wir könnten theoretisch auch in die Ansicht hier gehen. Oder? Theoretisch. Und ich habe meine Preise übrigens angepasst. Ich habe jetzt nicht mal überall 49 und 69 und so, sondern ich habe das auf 5er gerundet. Das ist viel besser beim Rausgeben, ich sag's euch. Ich mach piep, 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 piep. Meinst du so? Herr Leo, chill doch mal eine Runde. Ja, ich weiß nicht, was mit dem ist. Nun. Vielleicht weiß ich es doch. Stell dir mal vor, du bist irgendwo in so einem Tante-Emma-Laden und legst deinen Einkauf so auf den Tisch, ja? Und die Alte hat einfach zwei Katzen damit an der Kasse sitzen. Würde es aber wieder hochmachen, wenn ich einen Kassierer hätte an deiner Stelle. Warum? Ich habe ja auf zwei dann einfach aufgerundet. Anstatt 1,99, weißt du, wie ich meine? Also. Fände ich sympathisch. Doch, ich habe einen Auffüller. Aber die Kassierer sind halt so ultra langsam, dass ich selber kassiere. Warte mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Ach so, ich habe hier auf 10er gedrückt. Warte, ich bin gleich soweit. Außerdem will ich ja nicht nur Regale einräumen, will auch ein bisschen. Piep, 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 piep. Ich habe eine Katze auf der Arm liegen. Vor allem, wie die reglos hier ist. Diese Katzen. Hol dir Katzen, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Und der Freddy im Hintergrund. Freddy sagt schon wieder. Der Kevin. Fleißig am Kartons rumtragen. Wehe, ihr beschwert sich am Schluss einer. Das, was nicht da war, Kevin.
Piep, 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 piep. Ups. Du kannst aber schnell scannen. So schnell bin nicht mal ich. Hallo Avalon. Aber guck, die Kassen sind voll. Ich lasse mich zu sehr ablenken von euch und den Katzen und überhaupt und sowieso. Es wird sich schon beschwert, dass die Kassen voll sind. Ich glaube, sobald fünf Kunden dran stehen, zählen die erst voll. Pommes Party hier oder was? Treffe nicht richtig, weil der Louis auf meiner Hand liegt. Das macht's ein bisschen schwierig. Dir piept's wohl. Ja. Tut es leider nicht. Oh, okay. Na? Treffholdnis. Zielwasser habe ich schon bei Lara verbraucht. Dafür hast du aber ganz schön wenig getroffen. Ja. Was passiert, wenn man zu viel abkassiert? Das geht nicht. Dann sagt er einem, dass man zu viel abkassiert hat oder dass der Betrag nicht stimmt. Ich beschimpfe die Kunden immer beim Kassieren. 9 Uhr morgens 3 Flaschen Wodka kaufen geht gar nicht. Du hast schon Wodka? Du hast Alkohol bei dir im Angebot? Das war nämlich eine Sache, die ich mich gefragt habe, ob das Spiel auch Alkohol anbietet. Oha! Boah, da wäre ich ja so hart am Judgen, ne? Wenn ihr einer Alkohol kauft. Ich würde niemals. Also Alkohol, Leute, ich sag's. Ihr Licht als. Ja, aber. Kann die doch hier nicht im Dunkeln abkassieren? Ich mach's ja schon immer erst später an. Theoretisch hast du ja in so Supermärkten immer das Licht an. Oh. Also, ich sag's euch, mit einer Katze auf dem Arm lässt sich's nicht so einfach kassieren. Vor allem ist irgendwann kein Blut mehr drin in der Hand. Oder dreimal Klopapier und drei Bierfässer. Es gibt Bierfässer? Ach, Herr Jemine. Oh, du musst unbedingt ein Bild von deinem Laden im Discord posten. Please. Brauchen wir einen Supermarket-Channel? Ich glaube, ich mache einen Supermarkt-Channel. Weil wenn dann Updates und so kommen und man dann zeigen kann, was man für tolle Dekorationen irgendwo hingestellt hat. Ja, die Ware muss ja auch getestet werden. Vor allem hättest du keine angebrochenen Kartons im Lager, wenn es Alkohol gäbe. Dafür gibt es keine Süßigkeiten bei mir. Ach so. Aber irgendwie habe ich genauso viel Geld wie am Anfang. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
Das ist, wie konnte das denn passieren? Ah, die haben wenig von den neuen Sachen gekauft. Die sind da immer dann teurer. Macht das ordentlich. Warum lese ich immer Snus nur bei den Cornflakes? Das ist Puderzucker, was du meinst. Das hier? Das ist Puderzucker. Susu. Susu, nicht Snusnu. Also weißt du. Hallo Saki! Ah, guck, wir haben Bierfass gesagt und ein Saki ist erschienen. Louis, lässt du mich nur eine halbe Stunde spielen? Bitte? Oh, Zufall! Ah ja, Zufall. So, ich höre dich jetzt. Ah ja! Gut, kleine Ratte. Wann seid ihr schnell? Ja, muss. Sonst müsste ich ja noch jemanden einstellen. Soweit kommt's noch. Kann ich mir, glaube ich, gar nicht leisten. Ah, es wären schon mehr Kunden. Sind jetzt 44. Hatte bisher nie über 42 Kunden. Jetzt sind schon 44. Obwohl, ich habe nur 298 Profit gemacht. Das ist nicht viel. Reiner TK-Laden mit Getränken, da sehe ich mich. Ich habe das Spiel schon im Warenkorb. Es tut mir leid. Bei Tag 61. Mit 5 Tagen bist du so viel weiter als Cludi? Na, er ist Level 31 und ich 28. Das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Er hat halt andere Lizenzen gekauft. Da müsste ich ja noch wen einstellen, Kapitalisten, Cludi. Meine Preise sind immer ca. 20. Ach, du machst sie teurer als den Marktwert? Ich hab die halt immer günstiger. Weil ich nicht will, dass da jemand kommt und sagt, das ist mir aber zu teuer. Das kaufe ich jetzt nicht. Anibis, Müsli ist runtergegangen. Ich hab immer ein bisschen günstiger. Atraxi ist halt Edeka und du bist all diese. Oh! Boah! Boah! Boah, Tops! Wow! Ab 30 Cent meckern die rum. Ansonsten mal einer alle 2 Tage da meckert. Ach so? Im Real könnte das mein Klon auch. Ich arbeite in einer Drogerie mit den schönen Zentauren. Also im Rossmann. Aber macht Aldi nicht mehr Umsatz als Edeka? Also ich bin Edeka-Kunde. Aldi eigentlich nie. Netto eigentlich auch nie. Das war letztens nur eine Ausnahme. Ich bin Edeka- und Lidl-Käufer. Hab mir Aldi Ost extra verkniffen. War wohl auch verkehrt. Ihr kleinen Mistschweine, ey. Nee, Lidl ist wirklich so Crème de la Crème unter den Discountern, glaube ich. Also mittlerweile, die haben wirklich gutes, vor allen Dingen gutes veganes Angebot. Also ich kann es immer wieder betonen. Okay, also gehen wir einmal alle Preise durch und passen die dem Ma Marktpreis an, ja? Geht's, Louis? Ja, aber mein Licht ist halt wirklich irgendwie komisch. Wartet mal. Kann ich das nochmal einstellen hier? Irgendwas stimmt da hier nicht. Das stimmt aber. So, jetzt ist besser, oder? Jetzt ist besser. Okay. Naja, das war zur Eröffnung, weißt du? Zur Eröffnung gab es Sonderpreise und jetzt machen wir halt. Jetzt machen wir die richtigen Preise. Wir haben die Kunden, haben wir jetzt angelockt. Und jetzt geht's los. Eine Million Punkte für dich. Und was mache ich jetzt mit den Punkten?
Das ist aber teuer bei dir. Hallo Pygori, mir wurde eben gesagt, dass ich das ruhig an den Marktpreis anpassen kann. Ich dachte, aber billig ist halt nicht immer gut, ne? Nicht unterm Wert verkaufen. Hat Adraxi schon recht? Ist aber trotzdem ein bisschen knapp. Ich will nicht, dass sie sich beschweren. Da habe ich keine Lust drauf. Ich bin doch so ein friedliebender Mensch. Jetzt wird aus dem Emma-Laden ein Hipster-Laden. Wer ist wir? Lustiger Fakt am Rande: Wir produzieren circa dreiviertel Jahr für Lidl durch. Meine Freunde, also es sind übelst viele, wo man gar nicht denkt, dass sie für Lidl produzieren. Die haben dann halt das gleiche Produkt nur mit dem Lidl-Namen drauf. Ein mittelständisches Chemieunternehmen, in dem ich Narrenfreiheit genieße, das ist immer gut. Narrenfreiheit ist super. Gibt keinen Supermarkt-Channel im Discord oder nee, warte, ich mache aber gleich einen. Ich mache sofort einen. Wir brauchen einen Supermarkt-Channel. Wollen wir ihn Tante Emma nennen oder Supermarket? Ich nenne mal lieber Supermarket. Besser ist. So, können wir uns austoben. Ihr hört auf, wenn wir das Spiel nicht auch noch kaufen müssen. Hallo Knali, hab gehört, hier gibt's Mistschweine. Bist du auch eins? Warte, nee, das hatte ich schon. Jetzt halt einmal alles einstellen und dann wieder nur noch. Ah, das würdest du schon bemerkbar machen, ne, wenn ich jetzt überall mehr bekomme. Oh. Och, imagine, ey, du machst da 1,12 € draus oder so aus Versehen. Das wäre ja fatal. Nein, hör doch mal auf, Claudi. Oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. €5 für ein Brot, ne? Ist aber halt auch wild. Das hatte ich schon. Ist den Tee auch schon angepasst? Ja, okay. Ich dachte, ich muss halt immer ein bisschen unter Marktwert bleiben. Aber da habe ich anscheinend falsch gedacht. Das sieht komisch aus. Wie wär's mit Cludens Capital? Was ist denn mit dir? Machst du auch mal ein Archiv für die Totenkanäle? Ja, kann ich machen. Louis, ich weiß ganz genau, was du hier machst. Ihr glaubt doch nicht, dass es den wirklich juckt. Für einen Toast ein bisschen Fett? Ja, das ist ganz besonderer Toast. Glaub mir, das ist super Toast. Das ist richtig, richtig, richtig. Da ist richtig gutes Zeug drin in diesem Toast. Das war auch eine Sache hier, die Eier und so umzusortieren, ohne dass Freddy, wenn ich ein Fach leer mache, das gleich wieder auffüllt. Da musste ich ein bisschen tricksen, aber ich habe es hinbekommen. Sag mal, oh nein! Verdammt. Das falsche Ding ist geklickert. Halt für Puderzucker, ne? 11,80 € für Klopapier, 15 €. Corona oder was? Wo sind wir denn hier?
Hatte ich die hier schon? Nee. Klar juckt's ihn. Du hast ihn angedatscht und Nee, den juckt's nur, weil er gern was fressen würde. Ah, oh, das ist ja wieder ein blödes. Naja, du hast gesagt, ob 30 Cent meckern so, ne? Arg und ja, ich mach das schon noch. Ein Toast, bisschen fett, glutenfrei, von Rentnern aus der Region gemacht. Ja, von glücklichen Bienen bestäubt und so weiter und so fort. Ja, wer kennt's nicht, den Pablo Escobar Zucker? Gleich schwimmst du im Geld. Juhu! So, ich glaube. Ich glaube, ich habe alles. Was werden das für Wucherpreise? Ich habe die nur dem Marktpreis angepasst. Hören Sie einmal. So, jetzt muss ich ja wieder neu bestellen, eigentlich. Der Freddy, der Kevin, meine ich, der macht ja schon wieder alles leer. Der Gute, der hat ja die ganze Zeit eingeräumt, während ich die Preise angehoben habe. Erdnussbutter ist halt übel aus, ne? Oder der ist noch nicht dazu gekommen. Ne, es ist wirklich alle Erdnussbutter. Ansonsten sieht's gut aus. Cornflakes sind noch voll. Nicht im Regal, aber im Dingens. Ich glaube, ich bestelle mal eine Runde nicht. Nur Erdnussbutter. Hast du jetzt Muskelkater vom Preise anheben? Das war anstrengend. So, Bild sind drin. Okay, warte mal. Zeig ich mal her. Oh. 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 Es ist gut, dass sie die Kassen gedreht haben, ne? Ach so, du hast aber trotzdem. Ach doch, da hinten. Ah, guck mal. Günther, Günther und Günther. Ja. Aber die Regale sind ganz schön leer. Da ist es Bier. Da ist es Bier. Sieht aus wie Becks. Das Lager. Da laufen sie, die. Wie hießen deine? Ach, die Peters. Und das sind die Bierfässer und der Wodka. Alter Verwalter. Atraxi, Atraxi, Atraxi. Ja, Laden ist zukunftssicher. Aber bitte kein Honig. Der kommt aus Massentierhaltung. Viele Bienen auf engstem Raum. Hört sie auf mit dem Supermarkt und spielt Streamer-Simulator? Wow. Wow. Okay, wir nehmen mal nur. Ne, wir nehmen mal nur Erdnussbutter. Der Rest muss reichen. Nur Honigcornflakes. Ich habe einfach alles genommen. Ich hatte einmal eins übersprungen, aber das habe ich dann im Nachhinein. Ich habe mich verlaufen. Im Nachhinein habe ich das dann doch noch gekauft. Also ich hatte erst Tiefkühlware genommen und dann habe ich halt hier noch Klopapier und so genommen. Diesen Streamer-Simulator habe ich auch gesehen. Ach, den gibt es wirklich? Es gibt wirklich einen Streamer-Simulator? Hört auf, den müssen wir ja spielen. Ich habe nur getrollt. Oh! Das können wir jetzt wegmachen, weil hier haben wir schon noch zwei. Den gibt's. Das Gemüse gibt's noch nicht wieder. Also lizenztechnisch könnte ich jetzt noch die drei hier oben erstmal kaufen. Das wären Käse, Kaffee mit heller Röstung, nochmal Wasser, nochmal Eier, nochmal Makaroni, nochmal Zucker und grüner Tee. Ich weiß nicht, was Moussaka ist. Lachs, Muschel, Gratin, Steak, Sushi groß, Sushi klein. Und Kalbskotelett. Oder Krabbensticks, scharfe Soße, Schokoladeneis, Ketchup, Mayonnaise und Pizzakäse.
Bitterkäse, obwohl der schon 2800 hat hier als Lizenz. Was für Gemüse? Na, Gemüse kommt halt erst später. Das gibt's, glaube ich, bis auf die Kartoffeln. Hier gibt es eine Gemüsemischung, aber die ist zum Einfrieren. Aber wie viele Lizenzen das gibt. Was ist denn das letzte hier? Bier. Blondes Ale. Nochmal Bier. Whisky, Whisky, Wein, Wein. Oh, Bücher sogar. Man kann sogar Bücher verkaufen. Katzenfutter. Nochmal Bücher. Bier, Wodka, Parmesan. Noch mehr Reiniger. Grüne Bohnen. Kartoffel. Pops. Mehr Zucker, Schinken. Bier. Also sehr viel Alkohol kann man hier. Richtig viel. Krass. Aber Katzenfutter? Richtiger Walmart. Ha. Leute, ist euch eigentlich so aufgefallen, dass ich kein einziges Mal... Doch, ich war einmal Pipi, als ich mich umgezogen habe. Louis! Ey, das ist seine Art zu battlen, ne? Einfach mir so lange auf den Keks zu gehen, bis ich ihm was gebe. Scheiß aufs Gemüse, spar auf Bier und Whisky. Louis? Er muss jetzt noch eine Viertelstunde aushalten. Wir kassieren jetzt noch einmal ab. Ich kaufe jetzt noch keine Lizenz, weil ich, wie gesagt, genauso viel Geld habe wie vorher auch. Und ich müsste diese ganzen Produkte ja auch wieder kaufen erstmal. Das heißt, 2000 für die Lizenz weg und dann wahrscheinlich nochmal 1000 oder mehr für die Produkte weg. Deswegen. Wir gucken erstmal, was jetzt so der Income ist, ne, mit den angepassten Preisen. Also gerade eben hatten wir ein Income von knapp 300. Wir gucken mal, was Atraxi mit seinem Tipp, die Preise an den Marktwert anzupassen, was das so gibt. Schauen wir mal. Ich glaube, meine Freunde haben auch ein SM-Simulator-Problem. Okay, das werden wir nicht spielen. Nein, da braucht... Nein! Aus! Das werden wir nicht spielen. Also! Das wirst du bestimmt gebannt. Ach, Supermarkt! Ach so! Oh mein Gott! La la la, bin süß, oder? Top, weiter so Froststreamerin. Oh wow, warum? Okay, SM ist also jetzt die Abkürzung für Supermarket. Das war mir nicht bewusst. Entschuldigung, ich kenne SM nur als Dingens. Oh, dieses Mistvieh. Dieses Kleid, dieser kleine, miese... Hol dir Katzen, haben sie gesagt. Soll man hier in Ruhe abkassieren, wenn die Katzen so ein Halligalli machen, ey? Aua, vorhin die Schulter reingehüpft. Kann jetzt leider keinen Chat lesen, muss kassieren. Sonst beschweren die sich wieder über die faulen Kassen hier. Weißt du, aber wenn Niki Snusno liest beim Puderzucker, ja? Dann, das ist okay.
Aber wenn ich bei SM-Simulator an SM denke, das ist wieder, das ist nicht okay. Nenn mir dein Safe-Word, Supermarkt. Was ein wilder Abend. Also ich hab Spaß. Ja, das ist doch die Hauptsache. Kassierer einstellen. Weißt du, wie langsam die sind? Die machen so piep, piep. Da habe ich schon einmal abkassiert, wenn die zweimal gepiept haben. Habt ihr das Spiel geschickt? Kannst du ja mal anschauen, wenn du mal nicht weißt, was du spielen sollst. Den Streamer-Simulator oder was? Ja, da wäre ich. Aber weißt du, dann spiele ich das und bin ich in dem Spiel ein erfolgreicher Streamer und dann bin ich mad. Dann werde ich ganz sad, weil ich das. Oh, 124? Schon. Ich kann nicht mehr. Hab Ausnuss nur beim Puderzucker gelesen. Ja, von dir erwarte ich auch nichts anderes. Na, hallo? Streff die Golansch. Die kaufen aber auch richtig viel ein. Bestimmt, weil die wissen, dass ich das Lager nicht aufgefüllt habe, die Schweine. Ich sagte, die machen das mit Absicht. Und Louis verwammst gerade Leo. So ein Mistkrebel, ey. Dann stimmen die Preise, ja. Na, wir werden es ja gleich sehen, wenn wir den Tag abschließen, ob es irgendjemandem zu teuer war. Ich lese Chat gleich nach, keine Sorge. Es würde ich ja jemals jemanden überlesen. Das ist noch nie vorgekommen. Die haben vielleicht vorher auch nicht gekauft, weil sie dachten, boah, so ein billiges Zeug, ne, das kaufe ich nicht. So weit kommt's noch? Einkaufen hier. Sag mal. Piep, 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 piep. Pausezeichen machen. Hey, es war doch noch rot. Habe ich bestimmt gerade zu wenig Wechselgeld gegeben? Oder habe ich so schnell geklickt, dass die Zahl nicht mal grün werden konnte? Leo. Ach, diese Katze. Und ich könnte mit euch wetten, dass da noch Futter im Napf ist. Ich glaube, wir haben richtig, richtig Plus gemacht. Aber ich muss dann halt wahrscheinlich auch wieder übelstes Lager auffüllen gleich. Na. Hab auch keinen gesehen, der irgendwie gesagt hat, sie konnten das nicht finden. Hallo Steppel, haben Sie auch Kleidung im Angebot? Nein. Ja, guck mal, zum Ladenschluss, ne? Da kommen sie mal alle nochmal. Typisch. Voll realistisch, das Spiel. Guck sie an, wie sie alle gerade noch reingekommen sind. Oh, das ist bisher der höchste Betrag, den ich abgerechnet habe.
Wenn dann Bier da ist, das ist so 1000-Euro-Rechnung, 1000-Dollar-Rechnung oder so. Ja, Alter, wieso zahlst du mit 200 Euro? Merkst du selber, ne? War bestimmt gefälscht. Falschgeld. Ich wurde Opfer von Falschgeld. Rauswerfen muss hart bleiben. Nee, Geld, Geld. Ich krieg doch Geld von denen. Mehr, mehr, kauft mehr. 24 Stunden geöffnet, gar kein Problem. Ich mache hier die ganze Zeit piep, 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 piep. Entschuldigung. Ich habe nein. Nackt ist hier erlaubt, was? Achso, aber nur nackt zuschauen. Seit Tag 15 bestelle ich nur noch und räume die Ware ins Lager. Passe Preise an, Rest machen die Praktikanten. Ja, aber Napf ist nicht voll. Will Beweise. Mach Napf-Foto. Zeig Napf. Rauswerfen muss hart bleiben. Ja, ja. 1000 Euro für Bier. Wasaki da? Irgendwann bestimmt. Einfach Racheakt. Je größer die Scheine, umso mehr Münzen gibt's zurück. Oh nee, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. So, warte. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles überlesen hab. Hab mir das Spiel geschickt. Okay, kann ich mehr? Hatte ich schon. Von Niki erwartet mal auch nichts anderes, um ehrlich zu sein. Kann er nicht so schnell... Kann ja nicht... Jeder so schnell piepen wie du, meinst du wahrscheinlich? Sieht man den Clip? Ja. Rentner-Cludi ist im Simulator. Aber warum Rentner? Weil die... Judy, bei mir suchen sie Leute im Supermarkt. Kannst du da gerne anfangen? Nee, 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 nee. Nö, nie, nie. Was will der Typ mit 3 Säcken Kartoffeln? Kartoffelsuppe machen? Kartoffelsalat? Gar keinen Bock, da nimmt jemand den Einzelhandel aber schon sehr ernst. Schön, dass ich mich auch mal wieder im Chat einbringen kann bei WoW. Oder so habe ich nicht so viel beizutragen. Ja, aber wenn ich hier abkassiere, dann habe ich leider keine Zeit, den Chat zu lesen. Das versteht ihr hoffentlich. Weil du wie ein Rentner reagiert hast bei der Abkürzung. Du bist ein Rentner. So, Tag ist rum. Da sind wir ja mal gespannt. Irgendwas leer hier? Oder hat's gereicht? Das, da haben wir überall noch was. Das ist noch alles da. Oh, hier ist... Die Milch war leer. Okay. Da haben wir noch... Oh, Hühnchen auch leer? Hühnchen, die 6er-Pack Milch war leer. Okay, nur 2 Sachen, die leer geworden sind. Dann schauen wir mal. Ein Produkt wurde nicht gefunden und ich habe 2800 Dollar als Profit gemacht.